Nur dicke. Ob man sich da was bei gedacht hat. Hier kann Chuck übrigens nur Ideen kriegen. Also, der guckt sich das sofort an. Aber die Kombo-Karte, die habe ich leider schon. So, und jetzt kommt dann halt der Psychopath. So, das kleine fette Arschloch. Antoine. Und der ist mit einer der schwersten. Und der schmeißt Teller. Ja, müssen vorsichtig sein. Sieht gefällt mir übrigens. Es dauert ein bisschen, bis es in Fahrt kommt. So, und er macht das, was so Dicke gerne machen. Arschloch frisst. So, und wenn er frisst, dann, frisst er sich neue Lebensenergie hinzu. Und ihr seht es. Ist nicht gerade wenig. Aber mit dem Boxhandschuhen in Verbindung mit dem Bowie Knife, ihr seht, das macht ganz schön viel Schaden. Daher ist Antoine innerhalb von Sekunden tot. Normalerweise dauert er ein bisschen länger. Ja, normalerweise. Ihr dürft auch nicht vergessen, mein erhöhtes Level von 33, jetzt jedenfalls 34. Habt ihr jetzt nicht wirklich viel von dem Song gehört? Schade eigentlich, tut mir leid. So. Antoine ist auch im Eimer. Im Backfett, Bratfett. Ja, theoretischerweise gehört der mit zu den schwersten, Gegnern. Aber ihr dürft nicht vergessen, auch Kombo-Karte, ihr dürft nicht vergessen, mein Level 34 mittlerweile. Ich habe verstärkte Angriffskraft. Normalerweise zieht er halt weniger ab. Und mit den Boxhandschuhen geht das echt einfach. Ihr müsst immer aufpassen, theoretisch zeige ich das. Ihr müsst immer aufpassen, er geht immer hier hin. Hier, an das Essen und frisst. Er geht hier vorne hin und frisst hier. Und dann noch einmal hier oben, wo ich ihn eben umgebracht habe. Hier. Und theoretisch müsst ihr immer hingehen. Nur dann, wenn er isst. Wenn ihr ihm sonst zu nahe kommt, er ist mit seiner Pfanne schneller als ihr mit euren ganzen Waffen. Wenn ihr die Boxhandschuhe mit den Messern nicht habt, dann tut's auch der Basie mit Nägeln. So. Aber es sollten auf jeden Fall kombinierte Waffen sein, weil normale Waffen ziehen so gut wie nichts ab. So, dann müsst ihr mal aufpassen. Ich glaube, hier ist er auch manchmal. Ist es nicht. Dann müsst ihr mal aufpassen und immer so lange ablenken oder so lange vor ihm weglaufen, bis er entweder zu diesen drei Punkten rennt und dann isst. Dann könnt ihr hingehen und ihm zwei, drei Schläge verpassen. Wenn ihr aber allerdings merkt, er dreht sich um, weglaufen oder wegspringen. So, wenn ihr das vom Level her schon könnt. Das macht ihr eine ganze Weile. Ich würde so viele Waffen wie möglich an eurer Stelle mitnehmen. Und
der Kampf, der kann sich schon ganz schön lange hinziehen. Der erste Kampf bei mir hat so lange gedauert wie mit Leon. Bei ihm jetzt hier. Und ja, vom Prinzip her, wenn ihr erstmal den Dreh raus habt, ist es ganz einfach. Er schmeißt ab und zu hinterher immer mal wieder ein paar Pfannen und Teller, aber den könnt ihr immer geschickt ausweichen, weil meistens steht er für die Teller hier hinten irgendwo. Und dann renne ich für gewöhnlich hier hin und dann trifft er sowieso nicht. Und wie gesagt, immer nur dann in den Angriff gehen, wenn er fressen geht. Wenn ihr da jetzt noch Fragen zu haben solltet, könnt ihr mir die ja gerne schreiben. Ich kann, wenn ihr wollt, den Gegner nochmal machen. Wenn jemand wirklich Probleme hat, macht den Gegner nochmal. Aber mit leichteren Waffen, dass es länger dauert, dass ich euch das besser zeigen kann. Bei Interesse, natürlich. So, die kommt nicht mit. Ja, ihr Lover fehlt. Jasper. So, ich weiß, wo Jasper ist. Aber das ist mein Problem. Ich bin nie an ihn rangekommen. Ich habe keine Ahnung, wie Jasper da hochgekommen ist. Ich glaube, er kann fliegen. Wo ist er denn? Weiß er sich hier? Da hinten steht er, da oben. Da auf der Bock gesehen winken. Da oben steht er. Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Echt nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe es schon hier hinten probiert. Das ist übrigens Mittelalterladen. Unschwer zu erkennen. An der Musik. Hier, Mr. Bob, der Baumeister. Boah, ich werde jetzt einfach hier jeden Laden durchsuchen. Und gucken, ob es hier nicht doch irgendwo hochgeht. Und von der Theorie her muss es doch hier irgendwo einen Aufgang geben. Hier, hier geht's runter. Aber Underground, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich gehe das Fenster. Natürlich. Gucken wir uns mal hier um. Könnte mich zwar noch besaufen, aber so nötig habe ich es nicht. Newspaper. Ach, davon kann man was Schönes bauen. Newspaper plus Alkohol. Na, was könnte das werden? Richtig, Molotow-Cocktail. War doch ganz gut, aber allerdings nur für einen Einsatz. Ah, die Kombination kenne ich allerdings nicht. Das ist jetzt auch was Neues. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ah, schick, schick. Feuern wir das Ding mal hinten in der Masse ab. Hier. Oh, er hat's im Kopf. Ui. Das sah brutal aus. Naja. Gut, wenn ich jetzt Jasper nicht retten kann, dann mache ich es wie beim ersten Mal durchspielen. Bei dir im Schicksal überlassen. Klingt fies, aber wenn ich nicht weiß, wie ich an den rankomme, Pech. Wenn ich dann hier nicht 3 Stunden rum, nur um hier einen Weg hochzufinden. Ich habe Besseres zu tun. Zum Beispiel die Kasse zerstören. Geile Mucke. Es geht hier nirgendwo hoch. Kann ich angehen. Ja, hier komme ich gut hoch, ja. Kann ich euch noch was anderes Witziges zeigen? Das nicht cool aussieht. Lauf, Chuck! Ich nehme ein paar Zombies aufs Horn. Naja, gut, ich laufe zum Speichern, das hat da hier keinen Sinn. Ist auch egal. Für die Überlebenden kriege ich eh kaum noch PP. Und ich sehe es jetzt nicht wirklich ein, einen Arsch für die Beine aufzureißen. Haben sie halt Pech, wenn sie nicht mit wollen, Pech. Wenn jemand von euch weiß, wie man an Jasper rankommt, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Ich würde es schon gerne wissen. Falls ich es nochmal ein drittes Mal spiele. Wäre doch recht interessant. Ihr seht, mit diesem Geweih ist man doch recht schnell beim Speichern. Finde ich. So schnell war ich noch nie beim Speichern. Oh, wenn ich mich nicht verlaufen würde. Ich habe übrigens gerade den Geldautomaten geschrottet. Geile Sache. Ja, wozu man so ein Elchgeweih noch alles nicht brauchen kann. Mit der Kleidung dazu, das passt doch. So,